Hey und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und heute möchte ich euch schnell zeigen, wie ihr das WLAN auf euren Geräten mit Intune konfigurieren könnt. Ich zeige es heute am Beispiel von Windows, aber das verhält sich bei anderen Betriebssystemen genauso. Außerdem schauen wir uns die Konfiguration von WPA2 Personal an, also die Authentifizierung über einen Pre-Shared Key. WPA2 Enterprise mit zertifikatsbasierter Authentifizierung erfordert einige zusätzliche Schritte, die wir uns vielleicht noch in einem zukünftigen Video anschauen. Um das WLAN-Profil zu konfigurieren, navigiert im Intune Admin Center links zu Devices, zu eurem Betriebssystem, bei mir eben Windows, Configuration Profiles, Create Profile, dann wählt ihr hier als Plattform Windows 10 und neuer, als Profiltyp die Templates und scrollt dann hier runter zu Wi-Fi. Das Wi-Fi-Profil findet ihr, wie gesagt, auch bei anderen Betriebssystemen wie Android oder iOS. Gebt dem Profil einen Namen und optional eine Beschreibung, bei mir zum Beispiel Win für Windows, WLAN, Büro. Dann klickt ihr auf Next und wählt als Wi-Fi-Type zuerst Wi-Fi Basic. Gebt die SSID eures Netzwerks an, bei mir zum Beispiel die Fritzbox 1543 und dann einen Verbindungsnamen, der auf dem Client angezeigt werden soll, zum Beispiel WLAN Büro oder einfach nochmal die SSID. Als nächstes wird festgelegt, ob das WLAN automatisch verbunden werden soll, wenn es in Reichweite ist. Das setze ich bei mir auf Ja. Die zweite Einstellung gibt dann an, ob ein anderes Netzwerk bevorzugt werden soll. Das benötige ich bei mir nicht. Der dritte Schalter dient der Verbindung mit Netzwerken mit versteckter SSID. Wird eure SSID nicht ausgestrahlt, müsst ihr diese Einstellung ebenfalls auf Ja setzen. Mit der Einstellung Metered Connection Limit könnt ihr festlegen, ob der Netzwerkverkehr eingeschränkt werden soll. Auch das ist bei mir nicht der Fall. Schließlich können wir beim Security Type zwischen offenen und passwortgeschützten WLANs unterscheiden. Open bedeutet, dass für die Authentifizierung kein PSK nötig ist. WPA und WPA2 Personal verlangt einen Pre-Shared Key. Also wählen wir das aus und erhalten dann ein zusätzliches Feld, in das wir unseren PSK eintragen können. Das machen wir hier einfach mal beispielhaft mit irgendeinem zufälligen String. Die nächste Option legt dann fest, ob das Netzwerk FIPS 140.2 konform sein muss. Schließlich könnt ihr unter den Company Proxy Settings bei Bedarf noch einen Proxy konfigurieren. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Proxy manuell unter Angabe von IP-Adresse und Port zu konfigurieren oder automatisch über ein Autoconfig-Skript. Ich brauche bei mir aber keinen Proxy, also deaktiviere ich die Einstellung wieder. Habt ihr alles eingepflegt, müsst ihr das Profil am nächsten Schritt wie immer einer User- oder Gerätegruppe zuweisen. Ich weise es bei mir wieder meine Autopilot-Gruppe hinzu. Das heißt, ich klicke hier auf Add Groups, nehme meine Autopilot-Gruppe, sage Select, gehe dann auf Next, gehe nochmal auf Next, überprüfe meine Einstellungen und speichere das Profil dann mit Create ab. Und damit war's das schon für heute. Beim nächsten Gerätesync wird die Einstellung auf den Geräten vorgenommen und das WLAN-Profil hinterlegt. Wenn euch das Video geholfen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo. Solltet ihr Fragen haben, stellt sie uns gerne unten in den Kommentaren. Abonniert gleich unseren Kanal für mehr schnelle Tipps, längere Tutorials und aktuelle News zur Microsoft Cloud. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!